Felix Detweiler, ich bin Produktionsingenieur bei Stora Enso in Sachsen. Unser Unternehmen ist eines der weltweit größten papierherstellenden Unternehmen. In der Altpapieraufbereitung, dort verbrauchen wir am Tage ca. 1400 Tonnen Altpapier. Wir haben dort mehrere Möglichkeiten, unsere Papierqualität sofort zu beeinflussen. Wir achten besonders darauf, dass das Papier nicht allzu alt ist und möglichst nicht zu feucht. In der Inking-Anlage werden über Flotation und über die Zugabe von Wasser, Luft und Seife die Druckfarbe aus dem Papierbrei herausgeholt. Das ist einer der zentralen Schritte dort. Ein weiterer zentraler Schritt ist die Entfernung von klebrigen Bestandteilen und weiteren Verunreinigungen. Die Papiermaschine ist ca. 10 Meter breit, 117 Meter lang, hat eine maximale Produktionsgeschwindigkeit von 2000 Meter pro Minute. An den Rollenschneidern wird über Messer die Butterrolle in die Kundenrollen umgerollt. Je nach Kundenwunsch kann das von sehr kleinen bis sehr, sehr breiten Rollen bis zu 3 Metern sein. Nach dem Rollenschneider wird das Ganze dann durch Verpackung gebracht. Je nach Kundenwunsch haben wir hier auch die Möglichkeit, die Rolle komplett zu verpacken oder auch nur über eine Bauchbinde. Nach der Verpackung wird die Papierrolle dann ins Papierlager gebracht, wo sie dann auf den LKW wartet und zum Kunden geht.